Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf der Groundbreaker-Station. Unser Schiff wurde beschlagnahmt. Wir haben nichts gemacht. Parvati ist da, die anderen sind alle noch an Bord. Aber wie die sich jetzt fühlen erstmal, wenn sie abgeschnitten sind, wir hätten sie vielleicht doch mitnehmen sollen. Mardit will nicht mit uns sprechen, oder? Willst du mit uns sprechen? Du hast einen Namen über deinem Kopf schweben. Hey. Hey. Okay, die Groundbreaker ist bei uns schon mal unten durch. Die hätten ja auch anders mit uns Kontakt aufnehmen können. Da kann man lang. Naja, wir gehen durch die Mitte. Eigentlich sind wir Linksgänger. Ja, dann müssen wir hier lang. Kann man da runter? Ja, kann man, aber nur einmal. Hey, du. So far as you know, I'm not drinking on duty. Da dürfen wir nicht durch, ich kenne sowas. Ah. Dürfen wir da rauf? Die Stimmung ist im Eimer, jetzt wirklich. Die Stimmung, ihr habt meine Stimmung jetzt, ich war so... Ich hätte es aber fast geschafft. Das will ich jetzt wissen. Ich war so gut gelaunt und in Entdeckerstimmung und so und dann sowas. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet jetzt. Das ist bestimmt, um da raufzuspringen. Haha, ich bin drin. Was sagt ihr jetzt? Das dürfen wir sogar mitnehmen. Dankeschön. Oh, hoppla. Wir nehmen euren Krempel mit. Warum muss ich das denn sagen überhaupt? Muss ich doch gar nicht, oder? Gefährliche Höhen habt ihr hier. Oh, hallo. Du hast nichts gesehen. Ja, das war schon. Hey, hast du es geschafft? Wir waren das nicht. Warum ist dein Fuß ab? Warum sitzt du hier? Naja, ohne Fuß kann er ja nicht laufen. War es das jetzt ehrlich? Hier geht's nicht weiter. Hochziehen! Oh nein. Ja, Groundbreaker. Das sieht aber auch nicht toll aus hier bei euch. Oh, jetzt bin ich aber so angefressen wegen dem Schiff, wisst ihr? Ja, ich kann noch viel angefressener sein. Wartet mal. Wenigstens weiß ich schon mal, wie man hier rüberspringen kann. Das möchte ich nicht nochmal machen müssen. Hat nur ein bisschen geknackt, ist schon wieder in Ordnung. Hey, eine Werkbank. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You are hearing things. So. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice said his name was Graham? Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Now I've heard everything. You know, it takes more muscles to frown than to smile. Who told you that, Graham? Hey, hast du uns beobachtet? Ich war schon hier drin. Der hat mich reingelassen da vorne. Entschuldigung. Wir müssen hier mal ganz kurz lesen. Wir haben die Erlaubnis. So, Schiff freigeben. Einträge. Wir sind hier in der Andockstation am Ankunftsterminal. Hauptmenü. Einträge, Ankunft, Abreise. Okay, Ankunft. Cleo, Frachter, beladen mit Tabakmais, Gebühren bezahlt. Ach, darum geht es. Rizzo, Frachter, beladen mit Purpleberry-Produkten, Gebühren bezahlt. Freischaffender, möglicherweise supplied, Gebühren bezahlt. Freischaffender, definitiv supplied, Gebühren bezahlt. Unreliable, das sind wir. Aktivitäten, unbekannt. Beschlagnahmt, Harforns Schiff, aber kein Harforn. Was hier wohl passiert ist? Ach du meine Güte, die haben uns erkannt.
Abreise. Freischaffender Supplied ist abgehauen und freischaffender Unbekannt, der Gammler beim Rest and Go, hat wieder mal darauf bestanden, dass er zur Crew gehört, aber die haben so getan, als kannten sie ihn nicht, okay? Ja, wir nehmen den mit, wenn er uns hier rausbringt. Spacers Joyce Frachter hat Callahans neueste Maske geliefert. Es gibt eine Maske, okay. Nachrichten von GB Sicherheit betreff diese Bedingungen. An unzufriedener Benutzer 70 von GB Sicherheit betreff diese Bedingungen. Allerdings ist das eine Antwort und hier unten haben wir die eigentliche, Nachricht erstmal. Also an GB Sicherheit wurde das geschrieben von unzufriedenen Benutzer. Sind nicht für Zystenschweine geeignet. Ihr erwartet doch nicht ernsthaft, dass ich mir einen Liegeplatz mit so einem freischaffenden Schrotthaufen teile? Ich gehöre zum Konzern und ich verlange eine entsprechend angemessene Unterbringung. Auntie Cleo würde euch mit Blicken töten, wenn sie sehen könnte, wie ihr ihren zweimaligen Mitarbeiter des Monats, ja, das bin ich, behandelt. Ihr habt einen Sozialvertrag unterschrieben, als ihr mir die Landefreigabe erteilt habt. Ich verlange nur, was mir rechtlich zusteht. Luft zum Atmen, einen beheizten Liegeplatz, wo ich barfuß rumlaufen kann und Service mit einem Lächeln. Bisher habe ich nur eines davon. Ihr habt Zeit, diesen Fehler zu beheben, bis ich auf Senden drücke. Oh Mann, das ist schnell. Dann wurde ihm geantwortet nämlich, das ist ein Scherz, oder? Ich habe das schon an alle möglichen Leute hier weitergeleitet, aber keiner hält dich für echt. Und falls du es doch bist, willkommen auf der Groundbreaker, Arschloch. Mhm. Dann haben wir hier nochmal eine Nachricht von GB Sicherheit an Groundbreaker Sicherheit an Wildkatze. Betreff auch wieder eine Antwort auf eine Nachricht. Also lesen wir unten erstmal die Nachricht von Wildkatze an Groundbreaker Sicherheit betreff Belästigung. Hey, bin gerade so vor 15 Minuten gelandet und so ein Verrückter ohne Schuhe bewirft mein Schiff mit Scheiße. Echter Scheiße. Kann ich ihn vielleicht abknallen oder so? Und die Antwort von der Groundbreaker Sicherheit war, mach dir keine Umstände, wir sind schon auf dem Weg. Ach so, das war relativ unspektakulär, aber auch so, ja gut. Na, du bist ja auch einer. Hey, Moment, hast du einen Ausweis? Das ist... Psst. What's that noise? Saw something. Not so fast. Was denn? What do you think you're doing? Ich hab nichts gemacht, das war schon. Bestechung? Ich gebe dir 445 Bits, mehr haben wir, glaube ich, gar nicht, wenn du weitergehst. Schau mal weg. Ganz genau. Lügen, gar nichts, genau, einschüchtern. Was immer ich will, überzeugen. Ich wollte gerade gehen, also angreifen können wir auch. Ich wollte gerade gehen. Ich war es nicht. Just don't complicate my job, okay? Du hast nur ein Plasmagewehr. Du bist sowas von nutzlos für uns. Oh nein, jetzt ehrlich? Schön nach vorne gucken. Wir sind gar nicht da. Incoming! Hey! Lass das! Nein! Nein, du musst uns helfen! Die greift uns an, die ist verrückt, die ist außer Kontrolle! Außer Rand und Band! Hey, dich kenne ich! Lasst mich hier raus! Lass mich raus! Hier raus! Sperrgebiet! Oh nein! Auf nicht autorisierte Personen in Sperrgebieten wird ohne weitere Befragung das Feuer eröffnet. Um Sperrgebiete zu durchqueren, kannst du kämpfen, schleichen oder den Holomantel einsetzen. Ja, wenn wir das nur könnten! Ausstehende Strafzahlungen müssen vom nächsten Verwandten des Verstorbenen beglichen werden. Weiter! Renn, 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 renn. Ich versteck mich hier bei dir. Das ist gut, du hast ein gutes Versteck gefunden. Hey, was machst denn du? Lass mich in Ruhe. Ah, so ein gutes Versteck. Lass mich rein. Au.
Hey, lass das sein! Ich hab... Ah, die Tür war auf! Sie war doch auf! Weiter. Die machen ein Theater hier. Nur weil wir da mal geguckt haben, was der da so hat. Aber ins Terminal durften wir gucken. Ja, da gucken wir jetzt auch noch mal rein. Ach, das ist alles noch gedingst. Das haben wir alles schon. Das ist alles hier ausgegelbt oder ausorangt. Ja, dann will ich da auch gar nicht mehr gucken. Ich will auch in deine Taschen gar nicht mehr gucken. Du hast sowieso noch ein Plasmagewehr drin. In deine Taschen gucke ich erst gar nicht rein. So, das hast du dir jetzt selber zuzuschreiben. Ihr seht alle so ein bisschen betröppelt aus hier. Ich will gar nichts reparieren. Nein, danke. Und du? Hey. Das ist gar nicht. Jetzt verstehe ich, warum du überall stehst und immer ein anderes Gesicht hast. Das ist mir übrigens mit dem Gesicht gar nicht aufgefallen. Aber du heißt, das ist gar nicht dein Name, Mardett. Das ist dein Beruf, oder? Was ist denn Mardett für ein Beruf? Du heißt auch Mardett. Hm? Mardett. Wir gehen links. Wir gehen immer links. Kann es sein, dass wir welche gefunden haben, die wir nicht besonders leiden können hier? Ja, es kann nicht nur sein, es ist, wie würdet ihr euch denn fühlen? Ihr kommt irgendwo ganz friedlich an, macht nichts Verbotenes und dann beschlagnahmen sie einfach euer Schiff ohne Vorwarnung. Sie hätten ja wenigstens vorher sagen können, oh, wenn sie hier bleiben, dann beschlagnahmen wir aber ihr Schiff. Aber nein, die nehmen sich das einfach so, ohne zu fragen. Hey, dürfen wir mal ihr Schiff beschlagnahmen? Hätten sie auch fragen können. Am liebsten würde ich jetzt hier abhauen. Oh, die Indiana Jones Tasche. Cool. Wo ist er? The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of Monarch. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage, and unemployed. The board's embargo ensures that nothing can leave the planet and threaten our hardworking citizens. Ich höre gerade. Halcyon News, your mandated duty as a good citizen of Halcyon. Okay, das war's. Hoffentlich kommen diese Anzeigen jetzt nicht in einer Tour, diese Ansagen. Halcyon News, Medienzirkus mit Circus Time Clowns. Die Wurfballpolitik wird immer turbulenter, nachdem die Circus Time Clowns ihr komplettes Team ausgewechselt haben. Als Reaktion auf eine Anfrage erwiderte die Eigentümerliga, dass das Unvermögen der Clowns, das Finale zu erreichen, ein entscheidender Faktor bei ihrer Umorganisation war. Auf die Strategie ihres neuen Teams angesprochen, erklärte ein Sprecher der Clowns, ihre Strategie sei die gleiche wie immer. Wurf, Ball, Sieg. Nochmal. Halcyon News, Vorstandsvorsitzender Erdminister Clark. Vorstandsvorsitzender Rockwell hat sich trotz seines vollen Terminkalenders die Zeit genommen, um mit uns über Minister Clark und seinen Einfluss in der Kolonie zu reden. Es war wirklich wundervoll, in den vergangenen 8 Jahren mit Minister Clark zu arbeiten, so Rockwell. Sein Vorgänger hat ebenfalls gute Arbeit geleistet, aber Clarks intellektuelle Brillanz ist wirklich außerordentlich. Das Programm zum vorzeitigen Ruhestand ist nur die letzte einer langen Reihe an Initiativen unter seiner Führung, die dafür sorgen werden, dass Halcyon auch weiterhin der Neid aller äußeren Kolonien bleiben wird. Dem können wir nur zustimmen, Herr Vorstandsvorsitzender. Sitzt ihr? Ich setz mich mal dazu. Achso, nee, ich bleib lieber stehen, wisst ihr? Ihr seid Dockarbeiter. Ach, hier sind die Dockarbeiterquartiere. Mhm. Hab ich gleich erkannt, nachdem ich euren Namen gelesen habe. Ja, wir haben jetzt hier geguckt. Oh, hier ist was. Sicherheit.
Ich trau mich nicht. Groundbreaker. Ach, da sind wir. Oh. Schöner Teppich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte mir, das ist ja... Hier gibt's ja alles. Das ist ja riesengroß hier. Purpleberry Bunch. A soft, sour candy shell around a sweet purpleberry flavored center. Suck it. Chew it. You can do it. Hey, wie futuristisch. Rizzo's Lemon Slap. Slap your whole family tonight. Rizzo's Purpleberry Punch. You want a punch? We've got your punch right here. Damit habe ich alles gesehen. Rizzo's Mock Apple Cider. A hard cider for a hard life. Rizzo's Purple Berry Crunch. Triple Flakes and Purple Berry Flavored Power Nuggets. Now with 12% more crunch. Rizzo's Spectrum Vodka. Aftertaste the rainbow. Rizzo's Knock You Out Bar. A CCN 76 milk chocolate bar with caramel and pea-free nuts in it. It's time for a KYO. Rizzo's Knock You Out Bar. A CCN 76 milk chocolate bar with caramel and pea-free nuts in it. It's time for a KYO. Okay, 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 okay. Hey, hast du dich mal umgeguckt? Das ist hier riesengroß. Guckt euch das mal an. Treppen haben die auch schon. Wow. Ich war noch nie so beeindruckt. Schaut euch all diese riesen Dinger an. Ich möchte auf den Boden fallen und weinen. Ich bin so beeindruckt. Ich habe Tränen in den Augen. Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. Naja, jetzt kriegen wir uns mal wieder ein. Hey! Wer hat das gesagt? Du? Guten Tag. Oh, ihr habt sogar Lampen hier. Moment. Das kennen wir. Hab ich schon Moment gesagt heute? Jetzt gerade, ja. Oh, wie futuristisch. Space als Joyce. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Oh, das Mondgesicht. Martin Callahan, hallo. Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice. It's Spacer's choice. Taste the freedom. A lot of slogans to keep track of. Sometimes I forget. Okay. Ist ja auch nicht so einfach, wenn man die Lampe so am Leuchten hat. Du arbeitest also für Spacer's Choice. Warst du schon mal in Edgewater? Zeig mal, was du so anzubieten hast. Ich muss dir eine Frage zu diesem Hut stellen. Was verkaufst du hier? Ja, warst du denn schon mal in Edgewater? Wenn du... Heard of it. My orientation Aetherwave showed that famous Saltuna cannery, which I'm sure smells as good as it looks. Okay, dann, ja, solltest du dir das Ganze vielleicht mal, vielleicht nicht näher ansehen. Mittlerweile haben die da, ich sag nichts dazu, ich war es nicht, das war schon. Ist ganz okay dort. Sie haben es nicht leicht, aber sie tragen das Herz am rechten Fleck. Da verpasst du nichts. Der reinste Saftladen. Nicht näher ansehen. Ja, ja, ist ganz okay dort. Sie haben es nicht leicht, aber sie tragen das Herz am rechten Fleck. Yeah. I hope they're gonna be okay. Psst. That's a spacious choice, beer. Take what you have, polish it up and make the best of it. So, what can I get you? Some soap?
Everyone loves soap. Everyone will love you for using it, too. Ja, zeig mal, was du anzubieten hast. Nein, ich muss dir eine Frage zu diesem Hut stellen, muss ich? Was verkaufst du denn hier überhaupt? Anything and everything. Whatever you want. We got it. And when you need a replacement, we got that too. Die Qualität muss ja grottig sein, wenn man das ersetzen muss. Ach, dann zeig mal her, was du so auf Lager hast. Have a look. Ach, wir bekommen hier schon... Ach so, Spacer's Choice. Wir bekommen hier schon einen Rabatt. Ah, cool. Was kann das denn? Lügen, Lügen, Lügen. Lügen und Lügen, Lügen. Alles Lügen. Nur Lügen hier. Was passiert eigentlich, wenn wir unsere Begleiterin jetzt, wenn wir unsere Parvati jetzt aufs Schiff zurückschicken? Habt ihr irgendwas Spezielles hier auf der Groundbreaker? So, auf Monarch gab es ja diese Chips. Diese Habanero-Chips. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwas Interessantes. Dialogfertigkeiten. Sind wir überhaupt richtig angezogen? Fällt mir gerade mal ein. Ich glaube nicht. Okay, schauen wir mal, wie wir angezogen sind. Doch, wir sind richtig angezogen. Wie haben Sie uns dann erkannt? Gut, liebe Welt da draußen, wir sind am Ende der Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter Sightseeing hier. Ich bin ja so überrascht, dass das so groß ist hier. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes hier. Chief wants to reduce board traffic, give tramp freighters more pads. Are there enough tramps in Halcyon to make up the difference? Take another look at that half-empty dock. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.